Hallo, liebe alle, willkommen zur heutigen Ziehung. Es ist mal wieder soweit, heute ist der 1. Oktober. Die dritte Quartalsverlosung steht an. Wie ihr wisst, belohne ich ja immer meine Stammkunden und alle, die Freude an meinen Wandkleksen haben. Und 28 von euch haben Fotos meiner Wandkleckse von euch zu Hause bei mir an dem Thread gepostet. Ich sehe, denen geht's allen gut, das freut mich. Und wir losen jetzt unter euch allen wieder aus, wer noch einen gewinnt. Ich zähle da wieder auf die Unterstützung meiner Atelierhütin. Die liegt gerade noch hier in der Ecke. Aber euch stelle ich schon mal vor, wie wir heute ziehen. Ich habe hier 28 Frolix mit den jeweiligen Nummern und Namen der Teilnehmer. Und Malaika wird hoffentlich eins davon runterpressen. Das erste, das verschwindet, das trägt den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Hallo Lillipüs, das ist der Herr Katz. Der wäre jetzt scharf auf die Belohnung von der Malaika. Lillipüs, das ist eigentlich nicht für dich. So, dann wollen wir mal. Malaika, schau mal da. Komm mal rein. Hallo, mein Engel. Du gehst mal bitte weg. Das ist jetzt Hundesache. Tschüss. Malaika, setz. Machst du noch einen Trommelwirbel? Großartig. Und grüßt mal unsere Zuschauer. Pass mal auf. Super. Ein Erdmännchen für Sie. Super. So, dann nehme ich das mal weg. So, Malaika, schau mal drauf. Okay. Schnapp. Schnapp dir eins. Das vollständig aufgepressen ist, wird gewinnen. Ja, großartig. Wir haben eine Gewinnerin, einen Gewinner. Lea ist das Pencil von hoppla. Lena Kraus, herzlichen Glückwunsch. Liebe Lena, melde dich bitte bei mir, damit wir besprechen können, wie du an deinen Gewinn kommst. Und an Malaika erstmal, du darfst jetzt alle abfressen. Herzlichen Glückwunsch. Und an euch alle nicht traurig sein, nach der Quartalsverlosung ist vor der Quartalsverlosung. Zum Ende des Jahres gibt es wieder eine. Und da seid ihr alle nochmal dabei. Ich wünsche euch eine gute Zeit, einen goldenen Oktober und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Wandkleckse.